mit der ganzen Pharmaindustrie. Das ist alles gut und schön, aber ich glaube, gerade auch bei komplexen Krankheiten oder bei Wesensveränderungen hat die Spiritualität da deutlich die Nase vorn. Ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, der sich ständig trimmt, der ständig 100% geben will oder 200%. Es ist einfach total schön, diesem Menschen zuzuhören, wie er einfach jetzt sein komplettes Leben ändert. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Jay und heute reagieren wir mal auf nichts. Und zwar geht es heute um ein anderes Thema, welches ich so ein bisschen beleuchten möchte, weil ich finde, dass es in der heutigen Zeit ein bisschen mehr Gehör verdient hat und weil es gerade auch aktiv ist und ich das sehr interessant finde. Und es ist ein Thema, welches mich persönlich und privat sehr, sehr beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Spiritualität und psychoaktive Substanzen. Und wir haben da zurzeit jemanden, der aus der Fitnessszene kommt, also aus einer Szene, die mich selber auch sehr, sehr beschäftigt, der so ein bisschen als Vorreiter jetzt eventuell mit gutem Beispiel vorangeht und das Thema gerade online so ein bisschen ausdiskutiert. Und um wen es geht und was ich von diesen Menschen und dieser Aktion halte, das erfahrt ihr gleich. Vorab möchte ich sagen, dass mir natürlich bewusst ist, dass das ein Thema ist, was vermutlich nicht jeden interessieren wird, wo jeder oder wo viele Leute vielleicht noch nicht mal wissen, wo sie das überhaupt einordnen sollen, was das ist. Ist das jetzt irgendwie eine Religion oder ist das irgendwie, was ist das jetzt für eine komische Sektensache oder so? Da kann ich auf jeden Fall schon mal die Leute aufatmen lassen. Das ist es natürlich nicht. Spiritualität geht eher um Praxis, also um wirklich gelernte Sachen. Aber für die Leute, die es wirklich nicht interessieren sollte, bitte ich, das Video einfach zu ignorieren und das nicht gleich in irgendeine Kategorie zu schieben oder so und sich vorher erst mal eine Meinung zu bilden. Für die Leute, die es interessiert, für die ist das Video dann eher gemacht und da freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr schon mal zugeschaltet habt. Spiritualität zu erklären ist natürlich nicht unbedingt ein einfaches Thema, aber Google ist natürlich hier wieder am Start und hat eine Definition für uns. Ich würde die mal kurz vorlesen und dann nochmal kurz drauf eingehen. Bei Google steht: Spiritualität ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also eine ganz, ganz komplexe, crazy Erklärung hier. Aber wenn wir ins Detail gehen, steht hier zum Beispiel einer Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt, also einer Wirklichkeit. Das heißt, wir gehen hier nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen aus oder von irgendwelchen, wir gehen mal davon aus, sondern es wird hier wirklich eine Wirklichkeit beschrieben, die unserer materiellen Welt eben zugrunde liegt. Das heißt, wir können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es die wirklich gibt, aber die eben zu betreten oder die eben zu erfahren, erfordert eben spezielle Maßnahmen. Also natürlich kann man spirituell auch so sein, ne? Aber man kann vor allem mit der Hilfe von eben diesen psychoaktiven Substanzen spirituell oder seine Spiritualität erforschen und anerkennen. Und das ist eben so ein bisschen eine Erklärung erstmal dazu. Dazu muss man sagen, dass das ganze Thema Spiritualismus und gerade auch Schamanismus, also die Schamanen, die damals existiert haben, um die Menschen zu heilen, da es ja damals noch keine riesige Pharmaindustrie gab, extrem alt ist. Das heißt, wir reden hier 4000 vor Christus. Das ist noch älter, als es die erste Religion war. Und daher können wir schon davon ausgehen, dass wir da auf extrem altes und fundiertes Wissen zugreifen können. Zumindest müssen wir uns das mal im Hinterkopf behalten. Ja, und dieses alte Wissen, beziehungsweise man kann ja eigentlich sagen, diese ganze Kultur wurde ja damals leider zerstört, auch durch die Kirche und durch den Staat, der natürlich dann nach dieser ganzen Hippie-Zeit, die auch damals war, wo die Leute LSD und alles Mögliche en masse genommen haben und teilweise wirklich wahrscheinlich auch Sachen passiert sind, dann wurde ja alles verboten. Also die komplette Kultur wurde ja ausgelöscht, die ganzen Substanzen sind ja bis heute illegal, ja. LSD ist ja auch psychoaktiv, ist illegal. Psilocybinhaltige Pilze, also psychoaktive Pilze, sind illegal bis heute. Und somit wurde alles so ein bisschen weggekehrt, obwohl das eigentlich unser Erbe eigentlich ist, ja. Was sehr, sehr schade ist. Und deswegen, wir hätten bis heute eigentlich dieses Wissen gehabt, nur es wurde frühzeitig verboten. Tja, und jetzt kocht das Thema wieder total hoch, ne? Durch solche Leute wie zum Beispiel Julian Zietlow, die jetzt plötzlich irgendwelche Ayahuasca-Sitzungen, also Ayahuasca ist ja auch so eine psychoaktive Substanz, irgendwo im Ausland haben und plötzlich
ja, total die reflektierte Wahrnehmung haben und darüber sprechen und das total toll finden und sich einfach extrem weiterentwickeln. Ich werde das Bild mal hier irgendwo verlinken, beziehungsweise das Video, wo er über seine Erfahrungen in dieser Ayahuasca-Zeremonie spricht. Und es ist einfach total schön, diesen Menschen zuzuhören, wie er einfach jetzt sein komplettes Leben ändert. Ja, also ein krasser Unternehmer, der, glaube ich, auch eine Zeit lang vielleicht auch nur das Geld gesehen hat oder den Fortschritt gesehen hat. Ja, ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, der sich ständig trimmt, der ständig 100% geben will oder 200%, jetzt plötzlich so eine spirituelle Reise macht und sich selbst erforscht. Und das ist, finde ich, einfach total und ehrlich ist, ja, und über alles spricht. Ich werde das Video, wie gesagt, auf jeden Fall verlinken. Und warum ich das gerade so toll finde, ist, weil Julian Zietlow hat natürlich durch seinen ganzen Fitness-YouTube, durch sein Unternehmen, durch alles, was er macht, eine extreme Reichweite. Und dieses Thema ist meiner Meinung nach aber so wichtig, gerade in einer so kranken Gesellschaft, wie wir zurzeit leben. Also mit kranken Gesellschaft meine ich einfach, dass sich viele soziale Aspekte einfach wieder zurückentwickeln. Dass wir einfach viel zu viele Medikamente nehmen, ohne überhaupt uns zu fragen, ja, was haben wir denn eigentlich für ein Problem? Wo liegt denn eigentlich unsere Krankheit? Wo ist denn eigentlich jetzt das Problem an der Sache? Da wieder zu Spiritualismus und Schamanismus und auch ja, geführter Spiritualität zu kommen, ist der beste Zeitpunkt, an dem es hätte jetzt passieren können. Und deswegen finde ich das super, dass Julian das jetzt an die Öffentlichkeit bringt. Deswegen, also falls das Julian sehen sollte, ich danke dir vielmals, dass du das tust, weil ich, wie gesagt, finde, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. So, das war eigentlich schon alles, was ich darüber sagen wollte. Ich wollte das Thema in Gänze mal einfach auf meinem Kanal so ein bisschen beleuchten und ich wollte halt auch gerade diese Thematik mit Julian Zietlow mal nochmal kurz ansprechen und mal kurz aufmerksam damit machen, dass ja, selbst solche großen Unternehmer jetzt plötzlich irgendwelche komischen Sachen machen, ist es dann nicht vielleicht doch wirklich interessant? Kann man sich das vielleicht nicht dann doch mal anschauen, das ganze Thema? Finde ich sehr, sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch ein bisschen in ein Gespräch kommen unter den Kommentaren. Ich hoffe natürlich, dass das Video vielleicht auch der Julian sieht, dass ich das wirklich super finde. Und ich finde es natürlich noch viel, viel besser, wenn es noch mehr Leute vielleicht machen würden. Wie gesagt, hier geht es nicht um stumpfen Drogenmissbrauch oder irgendwas, sondern ich sehe die Kultur wirklich als eins und ich sehe das als ein großes Heilmedium und als ein großes Heilpotenzial neben eben diesen Sachen, die wir eben schon kennen mit der ganzen Pharmaindustrie. Das ist alles gut und schön, aber ich glaube, gerade auch bei komplexen Krankheiten oder bei Wesensveränderungen hat die Spiritualität da deutlich die Nase vorn und vor allem auch Schamanismus und eben auch eine geführte Erfahrung mit psychoaktiven Substanzen. Ich freue mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn wir so ein bisschen unten drüber diskutieren können. Ich bin Jay und ich freue mich, dass ihr das nächste Mal vielleicht einschaltet. Bis dahin. Ciao.